Familie Solleitner, Familie Sitterli, Familie Reichardt und Familie Pelger. Sie haben zur Gestaltung dieses Treffens beigetragen. Unser Gruß gilt euch, ihr lieben Ardenner Landsleute. Wir sind euch besonders dankbar, dass ihr auch diesmal unsere Einladung so zahlreich gefolgt seid. Was wäre unser Treffen, wenn es nicht von euch auch dankend angenommen würde? Ein besonderer Gruß gilt den Landsleuten, die trotz ihres hohen Alters den weiten Weg nicht gescheut haben und zu uns gekommen sind, um an diesem Treffen teilzunehmen. Es freut uns, allen anderen jungen Teilnehmern, die immer wieder zu uns kommen, hier begrüßen zu können. Begrüßen möchten wir auch die Landsleute, die zum ersten Mal an diesem Treffen teilnehmen, seid alle recht herzlich willkommen. Aber gleichzeitig sind unsere Gedanken in der alten Heimat und unser Blick wendet sich zu den Alten und Hilflosen und all denen, die durch Krankheit an diesem Treffen nicht teilnehmen können. Mit ihnen fühlen wir uns in Gedanken verbunden. Als Seelengast begrüßen wir den ersten Vorsitzenden der Landsmannschaft des Überbürgers Sachsen, der Kreisgruppe Würzburg, Herrn Alfred Müller-Fleischer, der auch ein paar Worte an uns richten wird. Es freut uns diesmal, unseren Freund, den Pfarrer Wilhelm Schoger, für diesen schönen und nachdenklichen Gottesdienst danken zu dürfen, den wir hier heute gemeinsam gefeiert haben. Wir begrüßen des Weiteren unseren Landsmann, den Landpfarrer Hermann Schuller. Wir schätzen sein Kommen und seine Verbundenheit mit den Arbegern und sind dankbar, dass er auch diesmal ein paar Worte an uns richten wird. Begrüßen möchte ich auch den HOG-Vorsitzenden Richard Schollleitner, den euch anschließend auch begrüßen möchte. Ich denke, ich spreche im Namen aller Arbegner, wenn ich den Machern des Arbegner Buches Anerkennung und Dank ausspreche. Das sind ihre Herausgeber Dr. Anton Walter Schuller, der auch als Autor mitgewirkt hat, die Autoren Richard Daniel, Richard Solleitner und viele andere Mitarbeiter, die bei der Datensuche mitgeholfen haben und Beiträge geleistet haben. Sie haben in mühevoller Arbeit Informationen der Generation gesammelt, die eine ereignisreiche Zeit erlebt hat und haben diese Erlebnisse in dem wertvollen und gelungenen Arbegner Buch veröffentlicht. Das Arbegner Buch ist bis auf 14, ich weiß nicht genau die Zahl, verkauft worden. Es sind noch 14 Stück, die heute hier gekauft werden können. Diese Zahl zeigt, dass ihr, liebe Arbegner Landsleute, das Buch angenommen habt und zeigt auch das große Interesse, das ihr unserem Heimatort entgegenbringt. Vielen herzlichen Dank. Meine lieben Arbegner, wenn wir auf die zwei vergangenen Jahre zurückblicken, so werden wir feststellen, dass viele liebe, gute Menschen nicht mehr unter uns waren. Wir wollen uns von den Plätzen erheben und in Gedanken bei ihnen verweilen. Und zum Schluss einen ganz besonderen Dank an unseren Chor, der hier gehört, den Gottesdienst umrahmt hat und anschließend noch ein paar Lieder als Verabschiedung bringen wird.